So. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Ich habe Neuigkeiten. Safeguard Squad überprüft die Explosion. Striker-Team errichtet eine Verteidigungsstellung um Ground Zero. Ein ganzes Striker-Team? Für einen Typen? Der Vorfall an der Universität hat das HQ nervös gemacht. Der Typ wird zerlegt wie eine beschissene Pinata. Wachsam bleiben! Wir müssen hinter ihnen kommen! Wir müssen ihn verfolgen für die Fahndung. Los, los! Wie komme ich hier nur wieder raus? Fahrkünste, Jungs.
Muss ich denn hin? Einfach drüber klettern? Nö, ne? Doch. Cool. Paul hat für seine Männer diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten. Okay, eine haben wir schon. Ach Gott. Erzählt, was er in dieser Werkstatt tat, in Ground Zero? Nein, nie. Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren würden. Das ist der einzige Weg. Ich kann nicht noch. Was? Zutritt strengstens verboten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eher eine Richtlinie als eine Vorschrift. Zur Hölle. Was ist das? Okay. Was zur Hölle? Was ist das? Das ist bereits geschehen.
Zum Teufel? Ich habe ganz ausdrücklich kupferkaschiertes Niob-Titan. Will. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Will war weg, aber er war überall um mich herum. Dieses ganze geheime Leben, das er nie erwähnt hatte, alles, wovor er mich beschützen wollte. Es umgab mich. Ein Rätsel, gefangen in zerbrochener Zeit. Wir dachten alle, er würde seine Forschungsgelder verschwenden. Seine Karriere aufs Spiel setzen, nur weil er von einem fehlgeschlagenen Experiment besessen war. Das ließ er uns glauben. Was er dort entwickelt hatte, war absolut kein Fehlschlag. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich brauche für ein weiteres Jahr Forschungsgelder. Bitte, tun Sie das nicht. Hallo? Er hat also selber nochmal seine Maschine gebaut. Oder versucht. Gegenmaßnahme. Ich hoffe bei Gott, dass es funktioniert. Will. Weg. Paul. Komm mit mir. Wir können das überleben. Du bist die Einzige, die sah, was ich gesehen habe. Tu es nicht, nein! Gib mir das Gerät. Was, wenn sie falsch liegen? Ich wusste, dass dort etwas völlig schiefgelaufen war. Aber es war verschlüsselt. Unmöglich zu lösen. Das ist einfach abgefahren. Die Zeit vergeht hier. Zack, 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 zack. Es war überwältigend. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hat. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Ich muss zu Paul gelangen.
HQ, Feind in Sicht. Ende. Etwas stimmte mit Paul nicht. Kronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch-Gala. Gala? Die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es mein Plan. Nein, hier und jetzt. Ich gehe nicht auf diese... Doch, das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! Welches taktische MP? Wir behalten die taktische MP, die ist besser. Also wenn hier so viel Muni rumliegt, dann kommt bestimmt gleich ein Kampf. Nein. Heilige Scheiße! Weiter! Los! Ist nicht durch.
Da geht's doch nicht durch. Warte mal. Ah, nicht aufrüsten. Müssen wir vielleicht... Hallo? Hallo? Nein. Oh. Die Anomalien wurden heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Das muss wehgetan haben. Verdammt noch mal raus. Der Weg hier sieht ein bisschen besser aus. Habe ich das Gefühl, oder? Nee. Das war sehr knapp, Jack. Das ist ein verdammtes Labyrinth hier. Ja, wir kriegen das schon. Sieht ganz gut aus, da mal wieder was hochklettern. Na? Okay, weiter. Nein, nicht schon wieder. Okay.
komm! Beth war auf dem Weg zu mir gewesen. Ich ging davon aus, dass sie dort draußen in der Nähe des Trockendocks eingefroren war. Sich hin, verdammt. Da hinten. Ah, eine Leiter, sehr schön. Waren, tu nichts Unüberlegtes. Zuhören konnte ich noch nie. Na dann lern es. Steig ein. Und wenn ich dir nicht traue? Dann erschieß mich. Tut mir leid, aber ich nehme den Van. Das war, weil du nicht auf mich gehört hast. Au. Wenn du verhindern willst, dass die Zeit zusammenbricht, brauchst du meine Hilfe. Und vielen Dank übrigens für den Passagier da hinten. Ich komme mir bald vor wie ein Babysitter. Babysitter? Soll das ein Scherz sein? Auf dem Computer waren gute Informationen. Miststück. Mein Auto, meine Musik. So läuft das. Was zum Teufel ist bloß los mit euch?